Ja, ich kenne das Hotel, ich kenne die Trainingsplätze ja schon sehr gut. Ich war schon zweimal da als Co-Trainer. Ich habe das als sehr, sehr angenehmes Trainingslager in Erinnerung. Auf die Bedingungen. Zillertal ist ein wunderschöner Ort, um Trainingslager abzuhalten. Die Plätze sind gut, das Hotel ist gut, die Wege sind kurz. Also ich freue mich sehr drauf, aber noch habe ich 3 Einheiten und ein Testspiel hier im Kopf und dann freue ich mich aufs Zillertal. Ja, ich bin kein Freund davon zu sagen, das erste Trainingslager ist ein konditionelles Trainingslager, das zweite Trainingslager ist ein taktisches Trainingslager. Also das geht alles ineinander über. Wir werden da auch schon viel von dem, was ich eben gesagt habe, versuchen umzusetzen. Wir werden schwerpunktmäßig an der Spieleröffnung und am Gegenpressing da arbeiten, um dann im weiteren Verlauf die anderen Bausteine mit reinzunehmen. Aber Fußball ist immer, wir sollten das auch nicht zu verkomplizieren. Das ist immer, es ist ein Spiel und es wird immer, alle Bausteine müssen ineinander greifen. Also erst das eine zu trainieren, dann das andere, das halte ich für, ich persönlich fühle mich da drin nicht wohl, sondern es muss immer zusammen trainiert werden aus meiner Sicht. Und deshalb können die Jungs sich auch auf sehr, sehr viel Fußball freuen. Also es ist jetzt nicht nur stehen und taktische Übungen und dann laufen, sondern wir werden auch viel spielen.